Die Person schreibt. Aufpassen. Komm schon. Nein! In der letzten Sekunde. Ich hatte ihn fast kaputt gehabt. Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer Runde Kurs auf dem GommaHD.net-Server mit der Vendetta. Hallihallo. So, und ja, bei mir ist es natürlich die erste Folge hier, und für die Leute, die nicht wissen, was man hier machen muss, es gibt auf der Map verschiedene Cores und die muss man von dem Gegnerteam abbauen. Und ja, wenn alle Cores abgebaut sind vom Gegner, dann hat man gewonnen. Das ist eigentlich so das Grundprinzip. Dann gibt es natürlich jetzt noch viele verschiedene Taktiken. Zum Beispiel kann man sich hier in der Mitte das Eisen oder die Diamanten abbauen, um sich besser auszurüsten. Oder man rusht einfach mit dem normalen Zeug direkt drauf, so wie ich das gerade mache. Ja, oder ich. Genau, du machst das ja auch immer so. So, warte mal, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir sind blau. Ja. Und auf der Map gibt es nur Left und Right Core. Okay. Ich bin nämlich schon gerade auf einem recht guten Weg zu deren Right Core oder Left. Ich weiß, von welcher Seite aus ist das gesehen? Der Name. Von deren, also. Von deren. Und dann bin ich an deren Left Core. Ja, ich bin dann am Right Core gerade. Das wär's, wenn wir jetzt einfach so tot rushen und dann direkt gewonnen haben. Ah nee, ich bin tot. Schade. Ja, also an dem Core ist gerade nichts los. Ich stell mich jetzt hier hin und. Und das Beste im Chat, ich bin einfach selber runtergelaufen. Ah Mann. Bin echt die Beste. Das sieht gut aus. Die Person schreibt. Aufpassen, komm schon. Nein! In der letzten Sekunde, ich hatte ihn fast kaputt gehabt. Ja, das ist traurig. Aber ich find's lustig, dass die Person von uns da dumm schreibt, weil ich selber gestorben bin einfach. Ja gut. Ob berechtigt oder nicht, das ist jetzt die Frage, ne? Ja, absolut nicht. So, dann baue ich mal den Weg hier ein bisschen weiter aus. Die schießen schon. Okay, also die sind jetzt ein bisschen... Dingens, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Die passen jetzt ein bisschen besser auf, weil sie gemerkt haben, jetzt war ich schon so schnell an deren Core. Jetzt verteidigen sie direkt hier auf der Lane. Ja, auf der anderen Seite ist jetzt auch mehr los, wie ich gesehen habe. Ja, jetzt sind sie aufgewacht. Lol. Aus der Sicht weiter raus habe ich ihn noch getötet. Ist dann schon interesting. Soll aber echt aufpassen. Nice. Sehr schön. Das ist der Core, Mensch, wo ich gerade hingehen wollte. Na toll. Ja gut, das heißt, auf meiner Seite, die ich die ganze Zeit angreife, werden jetzt noch mehr Gegner sein wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Mhm. Ja, da baut sich hier gerade so einen kleinen Wall. Der hilft ihm aber nicht viel. Ach ja, und man hat nur begrenzt Pfeile. Ja, außer du sammelst welche ein oder stirbst. Hm. Ja, ich habe einen Voll-Diatypen von denen einfach runtergehauen. Lebensziel erfüllt. Okay. Ja, ich sammle auch gerade mal so ein bisschen Pfeile. Der versucht mich vergebens abzuschießen, kriegt's aber nicht hin. Jo, der baut sich immer so kleine Holzbarrikaden mitten auf der Straße, was ihm überhaupt nichts bringt, weil man einfach drüber springen kann. Mhm. Ja, ne, mit dem Bogen abschießen. Ist eine schöne Sache. Bei uns ist jetzt einer. Weil ich baue mich jetzt einfach mal hier ein bisschen. Dies, das. Wir haben jetzt doch tatsächlich ein paar Dias. Why not? Okay, ich bin gerade dabei, deren Core wieder abzubauen. Hab ein bisschen mich mit Holz eingebaut, aber. Oh, es wird knapp. Was macht er denn? Oh, hier ist noch ein anderer von uns, der mich verteidigt. Und jawoll! Oh. Nice! Das war, ja, eine relativ einfache Runde. Man sich holen und gönnen und was auch immer. So, und da sind wir in der nächsten Runde. Und das ist dieselbe Map. Oh nein, wie unpassend und unpraktisch.
Ja, gut, aber jetzt wissen wir wenigstens, was wir zu tun haben, ne? Ja. Aber die Map ist auch recht simpel gehalten. Nicht so viele verwirrende Wege wie auf dieser Sandstein-Map. Mhm. Ich denke mal, das ist auch einer der Faktoren, warum die Runde gestern so lange gedauert hat. Ja. So, erstmal hier ein schönes Bogenduell liefern. Ich baue hier schon mal einen Weg rüber in der Zeit. Ach ja, du bist da oben, wa? Ja, ich wollte eigentlich so das machen, dass sie nicht gleich zu uns rennen. Ja, ne, ich habe jetzt den Weg von unten schon gemacht. Ja, kann man auch nutzen. Die sind ja gerade alle. Nice. Jetzt müsste einer auf der linken Seite noch kommen. Ja, da baut sich schon einer, glaube ich. Okay, jetzt haben sie mich tot gekriegt. Ja, auch gleich. Oh, jetzt kommen hier 5 Leute gleichzeitig. Die laufen an mir vorbei, lol. Okay, okay, jetzt sind sie doch nicht vorbei. Ich komme direkt einer wieder. Ja, es werden jetzt 5 Leute auf unseren Right Core gehen oder so. Ja, das ist vielleicht gar keine so schlechte Taktik. Ich versuche wenigstens... Okay. Ich wollte jemanden versuchen runterzuschlagen. Ja, ich bin auch da. Oh. Well. Ja, ne? Haben wir einfach mal deren Core abgebaut zuerst, weil die alle sich auf die eine Stelle konzentriert haben. Ja. Kann man machen. Ich meine, bei uns gehen die jetzt auch. Ich glaube, man könnte sie sogar lassen, weil wir dann den anderen Chor von denen rushen können. Stimmt. Weil das ist ja genau die Seite gewesen. Ich gehe da jetzt echt einfach hin. Ja, das ich ist eigentlich gar keine so dumme Idee, ne? Weil 4 Leute, das ist echt viel. Das ist dann schon echt hilfreich. Ja, da kommt es eigentlich nur drauf an, wer jetzt wirklich, oh, der Schnellere ist. Und wer nicht einfach wie ein Quantum runterfällt. Das ist ja das Ding. Wir haben ja nur noch einen jetzt. Das also, wir haben dann danach schon gewonnen direkt. Ja, wenn du das jetzt schaffst. Du bist ja jetzt schon relativ nah da dran. Ja, ich muss mich gerade rüberbauen. Ja, aber da ist jetzt keiner, oder? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich baue mich einfach rüber. Okay, ja, ich bin bei denen am Chor. Die kriegen auf jeden Fall schon mal die Nachricht. Hm. Jetzt ist halt die Frage, was versuchen sie? Weil sie schaffen es niemals in der Zeit, jetzt noch unseren anderen Chor zu kriegen. Oh, wait. Oder auch doch! Oh nein. Hä, wie viele Spieler sind es überhaupt? Es sind 7. Sieben Leute. Was? Wie haben die das gemacht? Kam da überhaupt die Nachricht? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich dachte, die waren die ganze Zeit nur auf der einen Seite. Ja, dachte ich auch, lol. Ja, gut. Das war jetzt, naja, ein bisschen verkackt, aber ich würde sagen, das reicht dann auch für die Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und schaut bei der Vendetta vorbei. Und ja, gut, dann würde ich mal sagen, war's das mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.